Ja, hallo und willkommen zurück bei Undead Legacy. Tag 12 steht auf dem Plan und ich habe einen Fähigkeitspunkt. Nein, ich habe gelogen. Ich habe zwei Fähigkeitspunkte und ich will einmal einen Altstoffsammler machen. Da ich ja jetzt glücklicher Besitzer eines Schraubenschlüssels bin, kriegen wir da vielleicht ein bisschen mehr raus. Den zweiten mache ich dann einfach in Prügelpeter rein, damit wir hier mit der Bratpfanne ein bisschen mehr Schaden machen. Ich habe mir über Nacht einen neuen Holzhammer gebaut, denn meiner war ja weg. Dadurch, dass ich die Werkbank erfunden habe, und mit diesem Holzhammer können wir jetzt mal die Forschungsstation upgraden. Da habe ich auch alles, was man braucht. Und dann haben wir hier an der Forschungsstation neue Möglichkeiten. Unter anderem ist auch dabei der Bauplan für den Generator, für den wir leider noch einen kompakten Motor brauchen. Also brauchen wir jetzt schon zwei davon. Nicht nur fürs Minibike, sondern auch mittlerweile für den Generator. So, ich nehme mir mal was zu essen mit hier vom Lagerfeuer. Einfach zweimal Penner-Eintopf habe ich mal gemacht. Wir haben ja das Rezept gefunden, glücklicherweise. Das ist eine ziemlich gute Nahrung. Auch in Vanilla, nicht nur hier. Und jetzt gehe ich mal runter hier irgendwie. Der hier schon die ganze Nacht rumgenervt, der Typ. Einfach immer irgendwo gegengeschlagen. So, und dann würde ich sagen, machen wir das, was ich im Real Life niemandem empfehlen würde. Nämlich, wir suchen uns eine neue Wohnung in der Großstadt. Ich war ja die letzten Male so im mittleren und im südlichen Teil der Stadt unterwegs. Dann schaue ich mal heute vielleicht im Norden nach, ob es da irgendwas gibt, was mir so direkt zusagt. Priorität ist ja erstmal da zu wohnen. Die anstehende Horde an Tag 14 würde ich noch hier bei uns in der Stadt machen, in dem Uhrenturm. Aber sobald wir einen Minibike haben, würde ich dann mal die Items, die Werkbänke und so rüber bewegen. Und dann haben wir ja Zeit, wieder in ein paar Tage, um uns irgendwas für die Tag 21 Horde dort zu suchen. Mal schauen, ob wir heute was finden. Ansonsten, ich brauche ja noch einen Motor fürs Minibike. Ich brauche noch Forschungsmaterialien für neue Rezepte. Ich brauche Leder für die Taschenmods. Also steht einiges auf dem Einkaufszettel. Die Aufgaben, die gehen hier auf jeden Fall so schnell nicht aus. Tja, hier im Norden sind halt so viele Einfamilienhäuser. Das ist nicht so geil zum Einziehen. Ich will allerdings auch nicht zu nah an die Innenstadt ran, denn sonst haben wir für den Rest dieser Serie wahrscheinlich irgendwie ganz miese Performance. Und das würde ich ganz gern vermeiden. Aber vielleicht ein bisschen näher können wir noch ran. Haha, hier diesen Turm, ja. Wenn der nicht so hoch wäre und man da immer Ewigkeiten hoch und runter müsste, dann würde ich vielleicht da oben einziehen, aber das wäre mir zu nervig, da immer per Treppe oder Leiter jedes Mal hoch und runter zu laufen. Was ist das denn? Seymour Bank. Das sieht cool aus. Zwei Etagen. Ist nicht zu groß, nicht zu klein. Könnte man bestimmt was draus machen. Oh, jetzt stecke ich fest. Na, und weg. Ah, da steht er. Ne, ich wollte gerade mal noch was anderes gucken hier. Ich hatte irgendwas gesehen hier hinter diesem... Oh mein Gott, da ist ein Skorpion. Ah, jetzt hat er mich gesehen, oder? Ne, hat er nicht. Gegen was kämpft er da? Ach, gegen Zombie. Damit kann ich leben. Okay, ich bin jetzt noch hier zweimal rumgefahren. Ich glaube, ich will das hier erstmal klären. Einfach um herauszufinden, ob das hier als Base, also als Wohnung sozusagen taugt. Dann hatte ich im Haus dahinter irgendwas gesehen. Da war irgendwie so eine Art Kanalisation mit Wasser. Und wenn das so sein sollte, dann kann man da eventuell eine ziemlich gute Hordenbase bauen. So, da ist der nächste. Hier sind nur Ferals, verdammt nochmal. Das ist ja... Au! Ist ja mega irritierend. So, da liegt der nächste. Tot. Ja, das ist doch nice hier mit der Treppe. Die lässt sich doch super weghauen. Und dann haben wir hier zwei Etagen, die wir nutzen können, falls es da nicht noch andere Wege nach oben gibt. Das müssten wir dann irgendwie mal herausfinden.
Aber das werde ich herausfinden. Hier gibt es erstmal das Leder, was ich brauche für meine Taschenmods. So, Mineralwasser in der Wüste immer schön hydriert bleiben. Ganz wichtig. Gib mir mal den Pfeil hier. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier an Zombies finden. Oh, hallo. Gleich mehrere. Ach, komm mal einzeln raus hier. Ja, danke. Ah, kommt hier gleich ein Kojote rein oder wie darf ich das werten? Oh, da hinten ist ein Skorpion. Der soll hier bitte nicht herkommen. Sehr gut. Oh, Schmelzofenrezept gleich scrappen für neue Forschungsmaterialien. So, jetzt hör mal auf hier. Oh ja, man merkt, dass wir in der Stadt sind. Holy shit. Oh, die ist auch feral. Du kriegst die Tür nicht zu. Auf. Ganz. So, da kommst du niemals vorbei. Brauchst du gar nicht versuchen. Ach Mo, du auch noch. Komm, bleib mal hier drin. Wie viele Hitpoints hatten die? Oh nein. Oh mein Gott. Ernsthaft? Naja, gut, das geht. Also mit der Spitzhacke geht's. Das wird zwar eine Weile dauern, ein, zwei Minuten, aber das kriegt man hin. Ist das hier Leder oder Stoff? Na, das ist leider nur Stoff. Okay, dann brauche ich das jetzt nicht. War ich hier drin? Ja, ich war hier drin. Okay, also hoch. Zweite Etage. Huch, das wollte ich nicht. Hier scheint niemand drin zu sein. Oh. Ein bisschen schade mit der Treppe. Ich hätte die gern jetzt sofort weggenommen, damit mir hier niemand nach oben folgen kann. Aber ich glaube, aus dem Plan wird nichts. Schade, schade. Wenn jetzt eine doofe Wanderhorde kommt, dann bringt mich das wieder aus der Fassung. Die war offen. Ach, super für einen Knochen mal wieder. Na, hervorragend. Scheint, als wären hier nicht so viele Zombies unterwegs, oder? Ja, hier ist gar nichts drin. Das sind wieder nur Stoffsofas. Naja, dann gehen wir ganz nach oben. Gucken, was da auf uns wartet. Oh, da liegt einer. Aber den erwische ich hier nicht. Hier steht zu viel vor. Ah, der ist auch feral, glaube ich. Ja. Okay, das war's mit ihm. Zum Glück war der alleine. Oh, ich höre schon wieder einen Skorpion. Das ist kein gutes Zeichen. Oh. Oh no. Ist der auf mich aggressiv? Ach, ich mache überhaupt keinen Schaden auf dem richtig. Oh no. Aber der hat irgendwie Navigationsprobleme auf der Treppe, scheint mir. Das ist vielleicht mein Glück dabei. Wie wär's denn mit der 10 mm Pistole? Das macht halt nicht viel Schaden, ne? Das macht halt richtig wenig Schaden. Die Hälfte ist runter. Oh Gott. Oh Gott, da kommt noch ein zweiter. Oh no. Okay, der ist tot. Verbrannter Skorpion. Der hat nicht so viel Leben. Der geht schneller runter. Okay, also die haben echt Probleme mit den Treppen. So ein bisschen wie bei den Bären ist das ja auch so. Dass die nicht so richtig klarkommen auf engem Raum. Ah, das war's mit der Munition. Ist leider sehr viel Munition für diese Waffe verbraucht. Aber das ist besser, als sich mit diesen Skorpionen hier anzulegen. Face to face. Okay, zwei Skorpione down.
Da kommt sogar richtiges Fleisch raus. Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Na, scheinbar hier, oder was? Oh. Ach du Scheiße. Aus dem Weg, Mo. Oh Gott. Das war ein Problem. Hier ist eine Waffentasche hinter. Aber hier komme ich nicht ran, ohne das hier kaputt zu machen. Ah, zwei Maschinengewehrteile. Okay. Okay, hier geht's nicht lang. Geht's hier lang? Oh, das sieht besser aus. Ach so, dann ganz aufs Dach. Ah, hier ist noch irgendwas. Munition. Das haben wir schon. Okay. Da kriege ich ein bisschen Sneak Damage. Okay. Zwei Bauarbeiter. Und, oh, dann geht's hier runter. Ach, geht das hier in den Keller? Oh, das ist aber nicht gut, dass die Leiter hier so weit nach unten geht. Das heißt ja, dass die auch nach oben können über die Leiter, wenn sie sich hier reinboxen. Wie viele Hitpoints hat die Leiter? Okay, das geht. Das ist kein Problem. Muss ich jetzt noch den Keller hier klären? Hier sind doch bestimmt die meisten Zombies. So ist das nämlich. Jetzt ist egal, was hier unten passiert. Notfalls renne ich halt einfach wieder nach oben und dann klären wir das da unten später. Ich muss jetzt nur mal was essen. Dafür habe ich mir ja extra das hier mitgenommen. Und dann probieren wir unser Glück hier unten einfach mal. Kann aber gut sein, dass. Oh, hier ist ja schon einer aufgewacht. Oh, und der ist feral. Okay. Kann aber gut sein, dass ich hier flüchten muss. Das sieht mir irgendwie sehr gefährlich aus hier. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Verschwinde. Hi. Okay, hier gibt es nur den Generator für die Quest. Das ist fein. Hier geht es auch nicht weiter. Okay, dann muss ich durch diesen Gang hier durch. Ja, da ist ein Spinnenzombie. No, ich habe einen Polizist oder irgendwas gehört. Oh, nee, das ist hier so ein Mutant. Ja. Oh, oh. Ah, das ist uncool. Mann, die halten ja was aus. Ist das in Vanilla auch so? Ist mir noch nie aufgefallen, dass die so viele Hitpoints haben. Und das war ja noch nicht mal ein Feral. Das war ja einfach nur ein ganz normaler. So, schauen wir mal hier rein. Hier gibt es Briefkästen. Interessiert mich im Moment nicht. Kann ich die Tür schließen? Nee, die ist gesperrt. Okay. Irgendwas ist über mir. Interessiert jetzt auch nicht. Tür ist auch gesperrt. Oh, hier sind doch noch Zombies drin. Garantiert. Weil er ist schon aufgewacht. Biker? Naja, das sind wahrscheinlich viel zu viele. Na, mal schauen, ob wir die irgendwie erledigen können hier. Werde ich mal nachladen. Ich mal hier an diese Leiter machen. Mal gucken, ob die zu mir kommen. Hallo, komm wieder her. Was ist das? Außer dass über mir scheinbar eine wandernde Horde ist. Aber solange die nicht hier reinkommt, ist das eigentlich noch okay. Ich hoffe doch, dass ich jetzt hier alle erledigt habe. Okay. Golfschläger.
Interessant, ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwas höher hinter ist. Oh, verdammt. Ach, hier kommen die von draußen rein. Ach, du glaubst es nicht. Da kommen sie einfach von oben irgendwie rein. Oh Gott. Bitte lass mich durch. Ja. Ich kriege dich noch tot. Und dann wieder hier zurück. Und die nächste können wir vielleicht hier noch killen. Ah, jetzt wird es schon schwierig. Ah, in der Rückwärtsbewegung kann man vielleicht noch die ein oder andere hier ausschalten. Den noch. Oh, der ist noch nicht tot. Au. Okay. Hier kommen, glaube ich, noch mehr durch. Wow. Die nächste. Das gibt's doch nicht. Oh Gott, ich muss mal gucken, wo die herkommen. Weil das ist ja auch wichtig zu wissen. Okay, gibt's wahrscheinlich einfach nur eine Klappe, die dann durch diesen Schlüssel normalerweise aufgemacht wird. Und die haben sie halt durchbrochen. Okay, hier kommen sie aber nur in den Keller rein. Das interessiert im Prinzip nicht, wenn ich oben wohnen will. Ah, ein Kopftuch. Dann haben wir hier noch Samen. Oh, die nächste Besucherin. Hi. Da müsste ich nur noch das hier aufmachen. Und das schaffe ich mittlerweile auch. Mit meinem Schlossknacken-Skill. Und offen. Was gibt's? Ein langes Rohr. Und ein bisschen Munition. Das ist nicht viel. Okay. Dann ist das Gebäude hier erstmal clear. Dann gehen wir nochmal in die oberste Etage hier rein. Ich denke, dass man hier ganz gut wohnen kann, oder? Also zumindest hier auf der Ebene. Hier ist genug Platz für Werkbänke und alles. Das muss man sich hier noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht die ein oder andere Wand rausnehmen. Und dann hat man hier eine gute Basis. Und der Trader ist auch nicht weit. Ich würde jetzt gerne einen Gebietsschutzblock hier hinsetzen, aber dazu brauchen wir erst die Handwerkerstation Stufe 2. Was ich mir mal noch angucken wollte, ist hier hinter dem Haus. Hier gibt es nämlich dieses Gebäude. Und das hatte ich vorhin beim Vorbeifahren gesehen. Oh Gott, da ist schon wieder ein Skorpion. Ist es nicht so, dass hier Wasser ist? Ja, schau mal, hier ist Wasser. Wenn wir da oben an dieses Fenster das hier benutzen als Nahkampfposition und da so ein Catwalk ranbauen, wo die Zombies runterfallen, dann fallen die ins Wasser und sind danach nicht aggressiv. Jedenfalls, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses komische System. Ich brauche mal irgendeinen Zugang nach oben. Das könnte klappen. Ja, da ist ja schon einer wach. Also, die beiden sind Matsch. War jetzt hier noch was hier drin? Ach ja, klar. Hier ist ja eine Treppe drin. Oh Mist, die muss dann natürlich auch weg. Oh, blöder Skorpion, hau ab. Ja, hier müsste man natürlich erstmal einen Boden reinziehen. Und das Dach hier fixen und die Wand. Dann würde das gehen. Dann müsste man nur einen Aufstieg da auf dieses kleine Häuschen bauen und dann den Catwalk hier rüberziehen bis ans Fenster. Ich glaube, das will ich machen. Ich fahre mal nochmal in die Innenstadt. Da, wo wir dieses Pass-and-Gas nur halb geklärt hatten. Dann machen wir da noch ein bisschen weiter. Denn wie gesagt, ich brauche ja kompakten Motor. Und mittlerweile sind es schon zwei, die ich brauche. Also, let's go. Sehen wir zu, dass wir heute noch irgendwas Sinnvolles schaffen. Wer zumindest das eine mit dem neuen Wohngebäude finden, haben wir ja schon mal erledigt. So, hier war das Pass-and-Gas. Dann muss ich jetzt nur den da loswerden. Ja. Auch wenn es jetzt nicht so ganz so schlimm ist hier,
Aber hier sind deutlich weniger Frames. Gut, ich hatte das ja hier unten gelootet. Aber oben. Oben waren dann noch Zombies. Und dann war es zu spät. Wir haben auch jetzt schon wieder 17 Uhr. Hey, komm mal runter hier. Mach mal irgendwas. Ah, hat die mich gerade runtergeschubst? So, keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott, sind hier viele. Wollt ihr nicht mal hier runterkommen? Da. Ja, genau. Ja, so. Ah, und der nächste. Schön einzeln. Das, so gefällt mir das. Nein, einzeln habe ich gesagt. So, darf ich jetzt? Ah, einen Krabbler haben wir noch. Okay. Munition, Medizin, Waffentasche hat einen selbstgebauten Schlagstock. Ja, das ist alles das Übliche. Okay, noch mehr Medizin und die letzte Kiste hat nichts Interessantes. Soll ich mir noch ein bisschen Gummiabfall mitnehmen? Braucht man ja auch immer wieder. Was ist eigentlich, wenn ich den hier auseinandernehme? Bringt das was? Na, nicht viel, außer ziemlich viel Metallschrott. Aber das ist ja auch schon mal was. So, und Mineralwasser, davon trinke ich auch gleich mal eins. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter hier. Schauen wir, was wir noch finden. Bisschen Zeit habe ich ja noch. Sicherlich nicht mehr genug, um irgendwas Großes zu looten, aber vielleicht noch die ein oder andere Kleinigkeit. Hier gibt es zum Beispiel noch einen Mo Power Tools. Vielleicht finde ich ja da ein paar Rezepte oder irgendwas. Oh ja, hier geht's ja schon los. Scrap. Dann haben wir Schock-Rückschlag-Mod. Ja, ich spiele hier nicht mit Schlagstöcken. Das ist der Bekleidungsladen. Und da gibt es eine Mo-Power-Kiste. Oh, hier sind aber viele Zombies drin. Da sind die Großen drin. Krankenschwester. Und da sitzt ein White. Boah, das kann ich nicht machen. Das ist zu krass. Der haut mich weg, wenn ich nicht aufpasse. Da ist ein Zementmixer. Na, jetzt sind sie aufgewacht. Oh, einmal Lootbag. Nice. Oh, ich habe ein Zahnrad bekommen, aber leider keinen Motor. Da ist noch ein Zementmixer. Oh, und ich bin total überladen, leider. Das macht die Sache hier mit dem Spinnzombie jetzt nicht leichter. Na, nur ein Reparatursatz. Lass mich mal noch versuchen, hier den hier zu looten. Ha! Kompakter Motor. Ich muss das nur schnell mal hier nach Gewicht sortieren und irgendwas rauswerfen. Langes Rohr brauche ich nicht. Schlagstock kann ich mal scrappen. Golfschläger, brauche ich den? Nee. Das esse ich. Das hier trinke ich. Oh, ich kann mich immer noch nicht bewegen, verdammt. Wie schwer ist denn der Eisenschrott? 50. Boah, ich will das nicht alles wegwerfen. Voll schade. Hier, esst das mal noch. Lehm raus. Hälfte der Eisenplatten raus. Und dann komme ich immerhin bis zum Bike und dann fahre ich direkt nach Hause. Mit einem kompakten Motor. Absolute Ehre. Damit können wir uns morgen das Minibike reparieren. Wow, dann habe ich heute echt gute Fortschritte gemacht. Ort für den Umzug schon mal gefunden und geklärt, wobei es natürlich sein kann, dass bis wir da wirklich einziehen, da schon wieder gerespawnt ist, da ich das Gebiet ja im Moment nicht schützen kann, leider. Aber dann ist das auf jeden Fall schon mal weg. Und wir haben alles, was wir fürs Minibike brauchen, jetzt zusammen. Und können das dann morgen erste Aktion reparieren gehen.
Ha, und dann werde ich erstmal irgendwie rumgehen müssen, um Sprit zu finden. Denn davon habe ich bisher noch nicht so viel eingesammelt. Werde ich ab sofort immer mit einem Benzinkanister rumlaufen müssen und überall, wo Ölfässer, Tankstellen und sowas rumstehen, Sprit abzapfen. Home sweet home. Oh, das kann ich hier gar nicht hochspringen, oder? Das ist ja dumm. Vielleicht mit Hilfe des Fahrrads. Haha. System ausgetrickst. Ich hoffe, die Zombies schaffen das nicht. So, einmal abladen und dann nochmal hier abladen. Dann ist alles weg. Ach ja. Zahnräder? Warte mal, können wir jetzt einen neuen Schraubenschlüssel bauen? Das wäre ja super. Tatsächlich. 7 von 5. Dann stell doch mal gleich einen her. Dann können wir nämlich vielleicht sogar schon die Werkbank bauen. Ah, ich brauche noch den Schraubstock. Den macht man mit. Ja, irgendwelchen langweiligen Sachen, die wir alle haben. Okay, dann bauen wir die. Aber vorher will ich noch die Zeit nutzen, die wir haben am Tage. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen in die Nacht hinein, um hier noch möglichst viel Eisen und Holz rauszuholen. Mache ich einfach so lange, bis ich hier gestört werde von Zombies und dann verschwinde ich hier wieder. Da kommt der erste Zombie. Mal schauen, wenn es nur einer ist, dann geht das vielleicht. Das ist ja nicht mal ein Feral. Oh, das war die Bratpfanne. Ja, ich habe eigentlich auch genug. Man muss es ja nicht übertreiben hier. Gehen wir mal hoch. Das Bike liegt zum Glück gleich hier. Vielleicht einfach noch ein bisschen Holz. Hier oben kann ich zumindest die Umgebung besser im Blick behalten. Ja, das ist blöd. Ohne die Pfanne, also mit der Pfanne wäre das jetzt kein Problem, aber ohne die Pfanne habe ich Probleme, den überhaupt tot zu kriegen. Die hätte ich vorher reparieren müssen. So, dann mache ich das doch jetzt gleich. Einfach mal die Pfanne reparieren. Dann können wir auch gleich für neue Eisenbarren sorgen. Und vielleicht von hier noch 40. So, dann wollte ich aus dem Salpetererz Nitratpulver machen. Da kriege ich gleich über 200 Nitratpulver raus. Perfekt. Dann müsste jetzt hier der Schraubstock und der zweite Schraubenschlüssel fertig sein. Ich check mal, welcher besser ist. Ah, der ist schon Stufe G. Blockschaden 44,3 und der hier hat nur Blockschaden 40. Das heißt, ich packe am besten mal den guten kurz aus dem Inventar raus, damit der nicht verbraucht wird aus Versehen. Und dann schaue ich mal, was ich brauche für die Werkbank noch. Ich habe alles. Sehr gut. Dann ist jetzt zwar mein Holzhammer wieder weg. Das macht aber nichts. Den kann ich mir ja super easy neu bauen. Das braucht nur einen hölzernen Griff. Und dann kann ich mir auch gleich wieder den Holzhammer dazu bauen. Okay, stellen wir noch die Werkbank auf. Und hier können wir allerlei gute Dinge tun. Ich werde schon mal zwei Eisenklappen bauen, denn die brauchen wir für die Hordenbase, damit ich da mal die beiden Holzklappen, die da sind, ersetzen kann. Wir können hier elektrische Sachen machen, wie zum Beispiel den Stolperdrahtpfosten. Ich kann hier aus irgendeinem Grund die Tischlerstation bauen. Ist die dann billiger oder was ist hier der Vorteil, wenn ich die hier baue? Könnte ich scheinbar alle Stationen bauen. Ballistikstation habe ich auch schon freigeschaltet und könnte ich sogar bauen. Brauche nur ein paar leere Dosen noch, Kleber. Den Schraubstock kann ich sicherlich auch nochmal herstellen. Gute Sache. Das ist das Rezept für die Wiederverwertungsanlage. Da brauche ich dann erstmal 20 Zahnräder. Jesus, 20 Zahnräder ist eine Hausnummer.
Aber man kann die ja auch selber craften, und zwar an der Schmiede. Allerdings müsste man die Schmiede dann upgraden. Weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Brauchen einen Amboss, einen leeren Eimer, Kochgrill. Amboss ist ziemlich teuer, denn der Amboss kostet 200 Eisenbarren. So, die Hühner sind scheinbar fertig mit Eierlegen. Wie viel kommt hier raus? 3 Stück? Oh, okay. Dann brauchen wir jetzt 5 neue Samen, um die wieder zu füttern. Tja, die Benzinvorräte. Da habe ich wirklich nicht viel. Ich habe hier zweimal Brennstoff drin und einen leeren Benzinkanister. Ja, da werde ich morgen dann erstmal auf Tour gehen müssen, damit wir uns hier ein bisschen Benzin ranholen. Okay, die Nacht ist nicht mehr lang. Ich setze mich jetzt hier ran und sortiere die Sachen in die Kisten ein. Und dann machen wir weiter am Morgen von Tag 13. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Interesse. Wenn euch die Serie gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben da. Das wäre sehr nice. Und damit bin ich mal raus für die Folge. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder.